der ist jetzt mal dabei, seine ganze Geschichte in irgendeiner Form zu ordnen, sich da zurechtzufinden. Ich meine, das ist jetzt mit 3, 4 Monate her, wo der erfahren hat, dass der einen riesigen Tumor im Körper gehabt hat. Und deswegen ist der mal überhaupt nicht so weit, über irgendwas nachzudenken, was denn kommen soll. Und bei uns ist der jetzt, der Philipp, auch nicht Priorität ganz oben. Also, dass ich mit ihm Kontakt habe, das ist ja ganz klar. Dass ich ihm wünsche, dass der wieder weiter Fußball spielen kann, dass der Erfolge spielen hat, das ist auch klar. Aber das sind wir jetzt dann von einer Verpflichtung oder sonst irgendetwas, sind wir ja natürlich wahnsinnig weit entfernt. Also in der Situation unangenehm, mehr als unangenehm und auch schwierig. Auch für den Jungen extrem schwierig, der war ja völlig aufgelöst. Aber das hat sich jetzt mit der Rückbetrachtung, muss ich sagen, hat sich das als riesen Glücksfall für alle erwiesen. Also vor allem für Philipp Hosenau. Weil ich weiß nicht, ob er sonst noch unter uns wäre. Das hat mich schon sehr, sehr getroffen und bin sehr glücklich darüber, dass das alles dann so ausgegangen ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Platz 15 ausgegeben. Da war ganz klar dabei in der Rechnung unser Topscorer Patrick Helmes, der überhaupt nie dabei war. Normalerweise hätte er müssen hergehen, der wird nicht spielen. Platz 15 ist eigentlich zu hoch gegriffen. Patrick war und sollte ein wichtiger Bestandteil sein dieser Mannschaft. Und konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht sein. Trotzdem haben wir das aufgefangen und kompensieren können, glücklicherweise. Aber sowas ist natürlich für einen Aufsteiger unter Umständen auch existenzbedrohend, weil das nämlich bedeutet, dass du eventuell die Klasse deswegen nicht hältst. Und das, wie gesagt, ist bei uns glücklicherweise ausgeblieben.